das Fahrrad. Mein Fahrrad ist mein bester Gesell. Mit ihm fahre ich langsam oder schnell. Seit vielen langen Jahren schon, als wir noch Kinder waren. Mein Fahrrad lässt mich nicht im Stich. Oh, wie liebe ich dich. Ich brauche nicht mehr zu laufen, um mir gute Dinge zu kaufen. Mein Einkauf trage ich nicht mehr, hänge alles ans Fahrrad, laufe einfach nebenher. Ich sitze auf dem Sattel sehr bequem. Es kann mir auch keiner wegnehmen. Stets wird es von mir angeschlossen. Ich pumpe Luft auf und verdrossen. Wir beide mögen uns sehr. Ich gebe es niemals wieder her. Regnet's wie aus der Brause, bleib ich einfach zu Hause. Pech gehabt, werd ich doch einmal nass. Fahrradfahren macht einfach Spaß. Aber Sonnenschein, den lieb ich mehr, denn die Sonne lieb ich sehr. Hallo Christa. Hallo Viola. Was? Du hast mich eingeladen. Jo, ich hab dich eingeladen. Guck mal, ich habe mir extra schick für dich gemacht und extra meine Jacke aus. Du weißt, woher die ist? Ja, aus Norwegen. Wow. Und woher weißt du das? Weil du die ganze Welt bereist hast. Weil ich schon da war. Oh, weil und du schon da warst. Soll ich dich immer angucken oder so? Ich war mit meinem ersten Mann sehr, sehr oft und viel in Norwegen. Wow. Und weil er die Fjorde so mochte und hat er auch geangelt, aber leider hat er wenig Fische gefangen. Die anderen konnten das alle viel besser, weil er wahrscheinlich die falschen Blinker gekauft hat. Du warst in Norwegen, aber du warst nicht nur in Norwegen. Da gibt es noch so viele Plätze. Da und da und da und da und da. Wo warst du denn? In Indien und in China. Ich bin auf der Mauer spazieren gegangen. Ich war am Taj Mahal. Alles, ich war in New York auf den, wie heißen die beiden Türme noch? Du meinst die Twin Towers, oder? Die Twin Towers. Also da habe ich oben gestanden und runter geguckt. Wow. Und abends, wenn das so erleuchtet war, ist traumhaft schön. Ich habe an der Scheibe geklebt. Ich wollte alles aufsaugen. Und, wow. Und als dann der Twin Tower nicht mehr gab, nur noch Ground Zero, war ich auch da. Und das war sehr traurig. Die Leute gingen so rum. Und konnte man im Karo so rumgehen und waren alle so traurig, als wenn gerade irgendjemand gestorben war. Ja, du warst aber noch woanders, nicht nur an traurigen Plätzen, sondern auch an paradiesischen Plätzen. Ich war auch auf Hawaii. Auf Hawaii warst du auch? Und in San Francisco. Und ich war im Süden von Norden. Ich bin 20 Mal mit dem Traumschiff gefahren. Wow. Und in Suez und in Panama. Was ist das? Warum bist du in die Welt hinausgereist? Ich musste die Freiheit haben. Ich war lange eingesperrt. Und also mich hat man nicht persönlich, also meine Seele war eingesperrt. Und ich brauchte viel Freiheit. Und Amerika ist ein so großes Land, da konnte ich diese Freiheit genießen. Deutschland war mir zu klein, zu eng. Und Hamburg ist ja irgendwie, sagt man ja auch, das Tor zur Welt. Und du hast den Schritt gewagt in die Welt hinaus. Und in Hamburg bin ich geboren und ich bin ja auch immer zurückgekommen. Ich sitze ja immer noch hier in Hamburg und darf immer noch leben. Es gibt schon viele Kumpels, die nicht mehr am Leben sind. Und ich bin immer noch auf der Welt. Ich frage mich, warum. Christa, du hast hier deinen besten Freund mitgebracht. Das ist der? Das ist der Alfie. Den hat mir mein lieber Mann geschenkt, weil wir beide liebten Alfie so sehr und ich besonders. Ich habe auch alle CDs zu Hause. Aha. Und ja, das ist ein gutes Stück. Oh. Wir beide gehören noch zusammen von der alten Garde. Aha. Also er ist so auch alt geworden mit mir zusammen. Wow. Die Liebe hält ewig hier, wa? Und ich konnte ihn leider nicht mitnehmen in die Welt, weil der Koffer sonst schon voll gewesen wäre. Ich war auch zum Beispiel am Grand Canyon, das hat mich sehr imponiert. Dieses Grand Canyon, das sieht man ja auch öfters im Fernsehen, aber ich habe es in Natur erlebt. Das ist einfach umwerfend, was die Natur alles schaffen kann, was der Mensch dagegen ist. Der Mensch ist vergänglich, aber die Natur ist nicht vergänglich, die besteht seit Ewigkeiten. Und sie erfindet sich immer wieder neu, oder? Ja. Und du hast ja noch etwas mitgebracht.
Das ist? Sri Lanka. Ich bin viele Jahre jeden Winter nach Sri Lanka geflogen. Da hatte ich ein Quartier, hatte ich mir da erkoren, wo ich jeden Winter ein Vierteljahr geblieben bin. Wenn das Wetter hier in Hamburg so schlecht war, mit Schnee, Matsch und Kalt und Frost, habe ich dort im Meer gebadet bei 30 Grad. Oh. Das war ein Traum. Ich brauchte nur 3 Teile anzuziehen und fertig war ich. Mein Quartier stand direkt am Strand. Du hast also das Paradies auf Erden hier erlebt. Und hast da die Menschen kennengelernt und wie sie leben und die Natur. Und vor allen Dingen, ja, und dann kam der Tsunami und der hat das ganze Land zerstört und mein Quartier und der ganze Ort, in dem ich mir alles aufgebaut hatte, alles zerstört, viele Tote. Und seitdem bin ich nicht mehr hingeflogen, weil ganz von vorne anfangen konnte ich nicht mehr. Ich war ja auch schließlich immer älter. Und das waren ganz arme Menschen. Ich kam da an als reiche Frau. Ich wurde dann angebettelt. Und das kann ja nicht einen Lastwagen voll mitnehmen im Flugzeug. Also bin ich zu Hause geblieben, habe andere Reisen gemacht in die Welt. Was hast du, du hast mir so erzählt in einem Vorgespräch, dass das immer besondere Begegnungen waren, dass du von diesen, du hast sie eben als arm beschrieben, aber du hast etwas gelernt von denen oder etwas erfahren oder etwas mit ihnen geteilt. Ich habe gelernt, dass man mit ganz wenig auskommt und dass die Leute trotzdem sehr wenig haben zu essen oder sonst überhaupt, dass sie sehr glücklich sind und immer freundlich. Und sie mir von ihrem bisschen, was sie hatten, noch was abgeben wollten. Und ja, also ich habe mehr Menschen kennengelernt, als wenn ich nur Deutsche kennengelernt habe. Ich kann das nicht beschreiben, aber als ich wieder nach Hamburg kam zum Beispiel, hörte ich immer noch in den Ohren, gibst du mir deine Schuhe, gibst du mir dein Kleid, gibst du mir dein T-Shirt, gibst du mir deine Mütze. Alles, was ich da angehabt habe, was die Leute gesehen haben, wollten sie dann von mir alles haben. Ich sollte alles da lassen, weil sie selber nichts hatten. Und trotzdem sind die Menschen aber irgendwie glücklich. Und wenn man nach Deutschland kommt, wir schmeißen alles weg. Man würde gerne denen das geben, aber wie soll man das da hinkriegen? Das geht einfach nicht. Du hast vor allem haben die ja, die brauchen ja auch keine Heizung. Die haben ja nur eine Hütte mit einem Wellendach und vorne und einen Vorhang und das genügt. Die können sich nicht vorstellen, dass man hier in Häusern wohnt, wo man heizen muss, weil die kennen das nicht. Da hat man mich gefragt, wie kalt ist das denn bei euch? Habe ich gesagt, wenn du dir die Kühltruhe aufmachst und dich da reinlegst, den Deckel zumachst, dann weißt du, wie kalt das in Deutschland ist. Was? So kalt? Ja, Christa, ich möchte mich bedanken bei dir, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Leben und was für dich das Wertvolle und Schöne war in deinem Leben und was du uns hier mit uns geteilt hast. Und jetzt kommt gleich noch eine große Überraschung. Du bist nicht nur eine Weltenbummlerin, sondern du bist auch eine Dichterin und hast mir auch hier einen kleinen Einblick gegeben in deine Gedichte und davon hören wir gleich was. Okay. Also ich denke mal, dass ich dir vielleicht das Kamerateam und dich angesteckt habe, dass ich auch demnächst nach Amerika fliegen werde. Oh, ja, okay. Mein Hamburg. Hamburg, meine Heimatstadt. Oh, wie lieb ich dich doch hab. Wer dich, Hamburg, hat gesehen, möchte nie mehr wieder gehen. Bin ich mal in weiter Ferne, komme ich zurück sehr gerne. Ist es im Ausland noch so schön, ich möchte Hamburg immer wieder sehen. Hamburg ist eine grüne Stadt, die viele Bäume und Brücken hat. Der Hafen ist das Tor zur Welt, bringt Arbeit, Reichtum, ihr und Geld. Wirst du durch die Straßen gehen, von überall her ist der Michel zu sehen. Und will ich etwas Schönes sehen, kann ich an der Alster spazieren gehen. Hamburg, dein Rathaus ist so wunderschön.
Ich möchte es mir jeden Tag ansehen. Willst du Hamburg bei Nacht richtig sehen, musst du über die Reeperbahn gehen. Und mache ich für immer mal die Augen zu, so finde ich in Hamburg die letzte Ruhe. Christa Schröder.